Auch für das Kunstleben ist das Volk die Quelle allen Strebens. Auch der Künstler muss seine Arbeit auf das Volk ausrichten. Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst, eine deutsche Musik und einen deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. Ohne jede Reibung und Stockung wurde dieser Personal-, System- und Richtungswechsel durchgeführt. Und niemals waren in Deutschland die Künstler so geehrt, die Künste so begehrt und geachtet wie heute. Dieser Film erzählt von Musikern aus Deutschland und Österreich, die nicht begehrt und geachtet, sondern geächtet und vertrieben wurden. Aus einer Zeit, in der nur die Volksmassen zählten, wollen wir von Einzelnen berichten. Von denen, die überlebten. Zum Beispiel von Ernst Krenek, dem österreichischen Komponisten, der so alt ist wie unser Jahrhundert. Seit 1938 lebt er in den USA. Seine Oper Johnny spielt auf, mit einem schwarzen Musiker als Titelfigur, wurde bereits in den 20er Jahren zur Zielscheibe narzisstischer Angriffe. Dieser amerikanische Neger, also dieser Johnny, steht für Amerika. Nicht so sehr für die Schwarzen, sondern für die freien Amerikaner. Und da ist er also ein Amerikaner, der sich eben ganz ungehemmt benimmt, der keine Hemmungen hat wie der mitteleuropäische Komponist Max, der ein schweres Leben hat. Dieser amerikanische Johnny, das kommt vollständig frei, ungehemmt, tut, was ihm passt, was er will. Und das ist jetzt schon hier wieder etwas bedenklich, weil die Schwarzen jetzt in diesem Land finden, dass dieser Johnny sich gar nicht richtig benimmt. Erstens stiehlt er eine Geige. Zweitens attackiert er eine weiße Frau. Also das tut man nicht. Denn 1928, als diese Oper in Wien zuerst mal aufgeführt wurde, erschien plötzlich ein Plakat überall. Ich habe eine Kopie hier mit Hakenkreuz von der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Großdeutschlands. Das war die Unterschrift. Und das war eine Aufforderung zu Demonstrationen, um die Vernegerung der Staatsoper zu verhindern, dass dieser halbjüdische Tscheche, das bin ich, hat das hereingebracht und das muss abgestellt werden. Das war also das erste Zeichen der Nazi-Protest gegen Johnny spielt auf. Und das ging dann weiter, gab es dann weitere Skandale in München, im Gärtnerplatztheater und auch in anderen Städten. Thank you.
Diese Oper spielt die Idee der Freiheit eine große Rolle. Und das hat mich dann auch weiterhin immer wieder beschäftigt. Diese Idee hat auch in späteren Opern immer wieder eine Rolle gespielt. Im Leben des Orest, das kam dann etwa 2 Jahre später, nach Johnny spielt auf. Und auch in den späteren Opern, Pallas Athene weint und dergleichen, immer wieder die Idee der Freiheit, der Unabhängigkeit. Und das hat mich wahrscheinlich schon von vornherein bei den Nazis verdächtig gemacht. Denn das war eine Idee, mit der sie nicht viel zu tun haben wollten. Die Nazis haben nicht nur die Gegenstände meiner Opern nicht gerne gesehen, sondern auch die Musik als solche. Denn ich hatte mich in den Ende der 20er Jahre den 12-Ton-Musik, der 12-Ton-Technik von Arnold Schönberg angenähert und mir dann diese Schreibweise zu eigen gemacht. Karl V. ist tatsächlich die erste meine Arbeit in der 12-Ton-Technik. Und es ist gleich eine große Oper. Also das war auch ein Schandfleck in meiner Geschichte, denn die Nazis haben von der 12-Ton-Musik überhaupt nichts gehalten und alle diese Komponisten waren ihnen verhasst. Musik für die Volksmassen war nun die Parole. Konzerte der Deutschen Arbeitsfront sollten diesen Kulturanspruch untermauern. Gefragt waren die Großen der Musik. So der Dirigent Wilhelm Furtwängler und der Komponist Richard Strauss. Das Bündnis zwischen Kultur und Propaganda wurde mit Handschlag besiegelt. Mit der Ausstellung Entartete Musik zu den Reichsmusiktagen in Düsseldorf 1938 wurde der Schlussstrich unter die Musik der Weimarer Republik gezogen. Ernst Krenigs Oper Johnny spielt auf wurde hier als entartet angeprangert. Auch die Jazzmusik galt nun als Angriff auf das gesunde deutsche Volksempfinden. Die Ausstellung war ähnlich gestaltet wie ein Jahr zuvor die Propagandaschau Entartete Kunst in München. Beide Ausstellungen wurden anschließend in mehreren Städten gezeigt. Neben jüdischen Musikern galt dieser Generalangriff auch allen, die sich für die Moderne engagiert hatten, und nun als kulturbolschewistisch verfemt wurden. Es ist nicht die Schuld von Hitler oder von Goebbels, dass nach 1945 das Verständnis für die Musik der Gegenwart auch nicht sehr viel größer geworden ist. Das hat wohl andere Gründe, aber diese Gründe, die sind notwendig, dass wir uns darum Gedanken machen. Natürlich ist das Wort entartet heute noch bei älterer Generation, zum Beispiel in Deutschland, ein häufig angewendetes Wort, wenn ihnen ein Bild oder eine Skulptur oder ein Musikstück nicht gefällt, dann ist man bei der Hand und sagt, das ist entartete Kunst. Aber ich muss es immer betonen, wir kommen damit nicht weiter, wenn wir glauben, das sei nur ein Erbe der Nazis. Die Nazis haben das also sehr gut aufgreifen können. In einer Dokumentation der Stadt Düsseldorf, die an dieses Ereignis von 1938 erinnert, trafen wir den Komponisten Hans-Ulrich Engelmann. Heute Musikprofessor in Frankfurt. Aufgrund der Rassenpolitik durfte er erst nach dem Krieg Musik studieren. Er hat die Ausstellung Entartete Musik 1938 selbst gesehen. Wir waren einerseits
neugierig, was hat es also mit dieser verbotenen, mit dieser sogenannten entarteten Kunst auf sich? Traten vor die Bilder, wir hörten in Abhörkabinen Schallplatten von den verbotenen Komponisten. Ich will jetzt nicht die einzelnen Sachen aufzählen. Und das hat uns ungeheuer interessiert, zum Beispiel in der Musikkabine auf Schallplatten haben wir immer zu den Vorführungen gesagt, können wir das noch mal hören? Zum Beispiel einige Songs aus der Drei-Groschen-Oper. Und er hat uns das auch noch mal aufgelegt, aber als wir das immer noch mal hören wollten, hat er quasi Verdacht geschöpft, dass wir also mit der Sache sympathisieren. Und er hat gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt gibt's nichts mehr zu hören. Ja? In der Musik hat mich also ein Vorspiel aus der Partitur von Franz Schreker zu den Gezeichneten interessiert. Ich habe gesagt, die Songs aus der Drei-Groschen-Oper, Klaviersonate von Paul Hindemith, all das fanden wir also wirklich neu für uns. Andererseits waren wir doch schon etwas infiziert von dem Gedankengut des sogenannten Schönen bei den Nazis, sodass wir also nicht richtig wussten, was ist jetzt hier gut, was ist nicht gut. Wir gingen aus der Ausstellung also wie betrunken, weil wir uns erst mal beruhigen mussten und eine eigene Meinung versuchten, uns zu bilden. Als kulturbolschewistisch verboten, die Arbeitermusikkultur der 20er Jahre. Zum Beispiel der Sozialdemokratische Arbeitersängerbund. Oder die Schamaienkapellen der kommunistischen Organisationen. Aber auch Chöre in der Tradition der Jugendbewegung. Tonangebend für die Arbeitermusikkultur war der Komponist Hans Eisler. Zu dieser Bewegung gehörte auch die heute 90-jährige Musikwissenschaftlerin Cora Schröder-Auerbach. Eisler war ein Revolutionär, hatte schon in Wien einen Arbeitergesangverein geleitet und dort Chöre geschrieben und dirigiert und kam dann, glaube ich, so um 1925 nach Berlin. Da hat er dann Zusammenkünfte in seiner Wohnung eingerichtet, wo er Kollegen einlud, um sie zu interessieren, also Diskussionen und Vorträge, um sie für diese Arbeitermusik zu interessieren. Das Schicksal der Komponisten, der lebenden, modernen Berliner Komponisten, die Lieder für diese Arbeiterchöre geschrieben haben, war natürlich auch sehr verschieden. Viele gingen in die Emigration, wie natürlich auch die prominentesten Eisler und Dessau. Durch meine jüdische Herkunft und eben auch die Mitarbeit mit Eisler wurde man allmählich auf uns aufmerksam. Und es passierten dann lauter Dinge, die uns dann doch Sorge machten. Mein Verleger bat mich um die Erklärung, dass ich und meine Eltern arischer Abstammung sind. Und die habe ich nicht abgeschickt. Und dann verschwand im Laufe des Jahres mein Name vom Titel. Es erschienen immer neue Auflagen dieser Klavierstücke, die ich herausgegeben hatte. Aber mein Name war weggelassen worden. Ich wurde 1934 aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen und damit begann das Berufsverbot. Es war für uns später eine ständige Bedrohung, denn es wurde ja ständig geschnüffelt und nachgespürt, was diese Menschen nun taten, die also bei diesen kommunistischen oder sozialdemokratischen Chören tätig gewesen sind. Die gemeinsame Jahrestagung der Reichskulturkammer und der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude. Die entartete Musik hat eine lange Geschichte, eine lange Vorgeschichte. Im Jahre 26 hat Alfred Heuss, der hochgeschätzte Herausgeber der neuen Zeitschrift für Musik, die schließlich von Robert Schumann gegründet wurde im 19. Jahrhundert, einen Artikel veröffentlicht, einen Leitartikel gegen die Ernennung von Arnold Schönberg zum
Lehrer einer Meisterklasse an der Akademie in Berlin, in der er den Unterschied macht zwischen deutscher Art und jüdischer Art in der Musik. Und meiner Ansicht nach ist dieser Artikel beinahe wie ein Programm für die Nazis geschrieben. Trotzdem, ich glaube nicht, dass der Heuss ein Nazi war. Oder Hans Pfitzner, der Atonalität mit Kriminalität verbunden hat in seinen Schriften. Sogar einige Jahre vorher, gleich nach dem Ersten Weltkrieg. Der den Jazz als Wahnsinn bezeichnet hat. Ich glaube, es geht alles zurück auf einen urdeutschen Begriff der Reinheit in der Musik. Es geht zurück auf die Idee der Wirksamkeit der Musik in der Gesellschaft. Und wenn man die Gesellschaft in eine gewisse Richtung steuern will und wenn man vor allen Dingen der Gesellschaft immer den Eindruck geben will, dass alles gut ist, alles schön ist, dann will man mit der Wahrheit sozusagen nichts zu tun haben. Und Leute wie Schönberg, andere selbstverständlich auch, haben gerade dissonant gearbeitet in vielen Fällen, weil das Leben eben nicht immer konsonant ist, sozusagen. Bis zu seinem Tod 1951 lebte der Komponist Arnold Schönberg in diesem Haus an der North Rockingham Avenue in Los Angeles. Wegen seiner jüdischen Abstammung und der von ihm entwickelten Zwölftontechnik wurde er zum Inbegriff dessen, was in Deutschland als entartet galt. 1933 wurde er aus der Akademie der Künste ausgeschlossen. Er emigrierte 60-jährig über Paris nach Los Angeles, wo er bis 1944 an der UCLA unterrichtete. Obwohl Schönberg zu den wenigen prominenten Exilanten in den USA gehörte, starb er dort zurückgezogen und mittellos. Zum Wiener Schönberg-Kreis gehörte der Dirigent und Komponist Herbert Zipper. Heute lebt er unweit vom Schönberghaus in Los Angeles. 1933 als jüdischer Musiker aus Deutschland vertrieben, führte ihn sein Weg über Wien, Dachau, Buchenwald, Paris und Manila hierher. Von 1930 bis 1933 war er als Dirigent in Düsseldorf tätig.
Ich habe zu der Zeit einige Erlebnisse gehabt, die für mich sehr stark noch in Erinnerung sind. Erstens einmal, dass Weißbach, mit dem ich, Weißbach, der Generalmusikdirektor von Düsseldorf damals, mit dem ich sehr eng befreundet war, mit ihm und seiner Frau, mich wissen ließ, dass ich sein Haus nicht mehr betreten soll. Es war eine sehr arge Sache, aber ich wusste, dass es für ihn sehr schwierig gewesen wäre, mit mir weiter zu verkehren. Und das, der Bruch in, zwischen Freundschaften war so allgemein, dass es ja vorauszusehen war. Aber wenn es passiert, ist es doch sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Dann habe ich den Judenboykott-Tag mitgemacht am 1. April 1933. Und ich muss zur Ehre der Düsseldorfer sagen, dass ich habe niemals so viele Einladungen zum Abendessen bekommen wie an jenem Tag. Ich habe es nicht angenommen, weil ich gesagt habe, ich mache euch ja nur Schwierigkeiten. Im Juni bin ich dann nach Wien gefahren, in einem Zug, in dem in jeder Station andere Musiker, Schriftsteller, Journalisten, Österreicher, die in Deutschland gearbeitet haben, weg sind. Die Kollegen, also wenn ich darf sagen, die Elternkollegen, die sehr berühmten Kollegen, die in Deutschland geblieben sind, da war mir nie ganz klar, warum sie geblieben sind. Ich wusste doch zum Beispiel, dass Fritz Busch, der ein großer Mann geworden wäre, sofort weg ist. Und ich habe Furtwängler gefragt. Und der Furtwängler hat mir in unzweideutiger Weise gesagt, dass jemand von den sogenannten Erstklassigen da bleiben muss, um die Kultur Deutschlands zu retten. Der Furtwängler war natürlich eine Berühmtheit dann zu jener Zeit und ich konnte mir vorstellen, damals, dass Furtwängler es wirklich ernst gemeint hat. Ob er es später noch ernst gemeint hat, wie er gesehen hat, dass da nichts zu retten war und nur karrierebewusst war, ist ein Verdacht, den ich nicht loswerden kann. Aber wissen Sie, das Gewissen sehr oft ist eine Nemesis, die nicht abzuwenden ist. Und ich glaube, sein viel früherer Tod, sein Taubwerden, war, was wir Psychosemantik nennen. Wie er dann wusste, was wirklich geschehen ist, ich glaube, ich konnte er sich nicht damit begnügen, zu sagen, weil ich musste es tun und so weiter. Denn er hat sich ja doch sehr oft vor der ganzen Galerie von nationalsozialistischen Führern wie Goebbels und Hitler und so, immer wieder verbeugt in der ersten Reihe. Und das mit sich zu vereinen, muss Furtwängler furchtbar geworden sein. Der Großdeutsche Rundfunk überträgt am Vorabend des Geburtstages des Führers eine Feierstunde der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Das Berliner Philharmonische Orchester unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler spielt nach der Ansprache von Reichsminister Dr. Goebbels die 9. Sinfonie D-Moll mit Schlusschor An die Freude von Ludwig van Beethoven. Thank you.
sorry for this. All right. Thank you. Yeah. All right. Thank you. Bye. Tony? Aus Deutschland wegzugehen, das ist natürlich vor, seit dem Moment, wo die Nazis zur Macht gekommen waren. Ich bin hier geblieben, weil ich hier Fuß gefasst hatte. Meine Mutter konnte ich noch 1938 nach England bringen. Von den anderen Verwandten, Tanten, Onkeln, Vettern, Cousinen, sind 22 umgekommen. In Konzentrationslagern und in Auschwitz. Der Komponist Berthold Goldschmidt hatte in den 20er Jahren an der Berliner Musikhochschule bei Franz Schreker studiert. Seit 1935 lebt der heute 87-Jährige in London. Bis zu seiner Entlassung 1933 war er an der Städtischen Oper in Berlin engagiert. Meine sogenannte Entlassung von der Städtischen Oper fand am 13. März, den sogenannten Iden des März, statt. Nicht in sehr formeller Art. Ich bekam einen Zettel vom Pförtner des Hauses in die Hand gedrückt, auf dem stand in Schreibmaschine: Herr Goldschmidt, das Betreten des Hauses ist Ihnen nicht mehr gestattet. Otto Wilhelm Lange. Im Auftrage der Nationalsozialistischen Partei. Das war die Entlassung. Entlassen wurde die ganze Leitung der Städtischen Oper. Karl Ebert, weil er Sozialist war, die Dirigenten Dr. Stiedry und Paul Breisach, weil sie Juden waren, der Korrepetitor Kurt Sanderling, der später eine Weltkarriere besonders jetzt gemacht hat. Und der, als ich ihn fragte, was machen Sie denn jetzt, Sanderling, wo Sie entlassen sind, er sagte, ich gehe nach Moskau. Und ich wusste nicht, wohin. Auswandern war sehr schwierig. Als professioneller Musiker war es sehr schwer im Ausland. Und so blieb ich von 1933 bis 1935 noch in Berlin. Ich hatte sehr gute Beziehungen. Ich war eigentlich sehr befreundet mit dem großartigen Regisseur Jürgen Fehling vom Staatstheater, am Gendarmenmarkt und am Schillertheater. Und 1933 plante er eine Neuinszenierung von Schillers Wilhelm Tell. Und er gab mir die Aufgabe, Bühnenmusik dazu zu schreiben, was ich sehr gerne tat. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass doch bestimmt Schwierigkeiten entstehen würden. Er schob das beiseite und sagte, ach Unsinn, wir haben Gründgens da, der hat sehr gute Beziehungen zu Göring, da wird nichts passieren. Du schreibst die Musik und wir werden sie aufführen. Also ich schrieb die Bühnenmusik für ganz kleines Bühnenorchester und bei den Proben wurde die Musik auf dem Klavier gespielt. Ich selber trat persönlich gar nicht in Erscheinung, jemand anders spielte es. Und natürlich kam das Gerücht, bald Werner Kraus, dem großartigen Schauspieler und dem sehr leider sehr großen Nazi, zu Gehör, dass ich die Musik geschrieben hatte. Er ging dann während einer Probe an die Rampe und sagte, Jürgen, ich kann zu dieser Musik nicht schauspielern. Fehling sagte, wieso denn nicht, was ist denn los? Ja, also die hat einen orientalischen Anklang, der mir nicht zusagt. Fehling war eine Sekunde ruhig und sagte, was geht das dich überhaupt an? Halt deine Schnauze und spiel die Rolle. Am nächsten Tag rief Fehling mich an und sagte, dieser Mann hat sich mit Göring in Verbindung gesetzt oder mit Goebbels, ich weiß nicht mit wem. Und wir haben einen Anruf vom Propagandaministerium, von Goebbels bekommen, was los sei, ein Jude hätte die Musik zu Wilhelm Tell geschrieben. Das ginge doch nicht.
die müsste abgeschafft werden. Fehling sagte darauf, das kann nicht mehr sein, denn in 3 Tagen ist die Premiere, ich muss die Musik haben und die bleibt. Das war 1933, wo solche Haltungen noch möglich waren. Dann kam die Antwort, also gut, die Musik bleibt, aber der Name darf auf keinen Fall erwähnt werden und auch nicht auf dem Programm erscheinen. So wurde die Musik gespielt, ohne dass mein Name erschien und ohne dass irgendetwas an die Öffentlichkeit davon gelangte. Das Thema der Auftrittsmusik von Gessler habe ich dann später in meinem 2. Streichquartett als das Hauptthema des Finales benutzt. Berlin 1990. Berthold Goldschmidts 2. Streichquartett wird über 50 Jahre nach seiner Entstehung für eine Schallplatte aufgenommen. Spätfolge einer Vertreibung, die sich nach 45 als vergessen fortsetzte. In der Walhalla bei Regensburg wurde die Büste des genialen Tondichters Anton Bruckner neben den Bildnissen der großen deutscher Vergangenheit enthüllt. Reichsminister Dr. Goebbels feierte in Anwesenheit des Führers den Künstler und Menschen Anton Bruckner. Mit uns fühlt sich in dieser Stunde das ganze deutsche Volk aufgerufen, in Dankbarkeit des Genies zu gedenken, das uns und der Welt wie einst Beethoven vor ihm in 9 gewaltigen Symphonien ein künstlerisches Vermächtnis hinterlassen hat, das zu den stolzesten Reichtümern unserer nationalen Musikkultur gehört. Lassen Sie mich, mein Führer, in dieser Feierstunde noch aussprechen, dass Anton Bruckner als Sohn der österreichischen Erde ganz besonders dazu berufen ist, auch in unserer Gegenwart die unlösliche geistige und seelische Schicksalsgemeinschaft zu versinnbildlichen, die unser gesamtes deutsches Volk umschließt. Die Musik ist keine Arche, auf der man die Sintflut überdauern kann, schrieb Bertolt Brecht warnend aus dem Exil an den Komponisten Paul Hindemith, der noch bis 1937 an der Berliner Musikhochschule unterrichtete. Hindemiths Vorstellung von Gebrauchsmusik schien auch einem Teil der neuen Machthaber brauchbar.
Mit seiner Oper Matthes der Maler geriet er zwischen die Fronten der narzisstischen Musikpolitik. Als die Angriffe gegen ihn zunahmen, kündigte er selbst 1937 sein Lehramt und ging nach Amerika ins Exil. Zu seinen Schülern in Berlin gehörte der Filmkomponist Oskar Sala, der während der Nazizeit in Deutschland blieb. Ich kam nach dem Abitur nach Berlin an die Musikhochschule. Ich wollte bei Hindemith Komposition studieren. Und da ich während der Schulzeit sehr viel Klavier gespielt hatte, Klavierkonzerte auch mit Orchester, habe ich sicherheitshalber auch noch den Antrag auf Aufnahme in eine Klavierklasse gestellt. Damit, wenn es bei Hindemith nicht klappt, ich vielleicht da wenigstens an der Hochschule wäre. In beide Aufnahmeprüfungen sind gut vorbeigegangen und Hindemith hat mich angenommen. Und mein Ziel war natürlich, bei Hindemith jetzt in die neuesten Möglichkeiten der Musik und der experimenteller Musik zu kommen. Hindemith führte uns zu Dr. Trautwein, der hatte oben mit der Rundfunkversuchsstelle angefangen, ein Instrument zu konstruieren. Und da sahen wir nun in diesem Studio einen kleinen Kasten. Das heißt, da war noch nicht sehr viel, der Kasten war noch nicht mal richtig vollständig. Aber da war ein merkwürdiges Spielmanual, darauf wies Hindemith extra hin, eine Metallschiene und eine Saite. Das hat es noch nie gegeben. Hindemith war sofort auf diese Geschichte eingesprungen und hat gesagt, also Herr Doktor, das will ich haben. Machen Sie ja keine Klaviatur. Endlich mal einer, der keine Klaviatur hat. Und Hindemith merkte sehr schnell, aha, jetzt hätte ich doch einen gefunden, der bei mir im Experimentellen ein bisschen mitmacht. Und das hat die ganze Sache völlig umgeworfen. Er hat mich dann behandelt als jemand, der nun gerade dafür geeignet ist. Und das ging dann natürlich fabelhaft los. Er sagte, also wenn ihr das jetzt schafft und zu mir sagt er, Sie machen da mit und sehen zu, dass Sie recht weit kommen. Löten können Sie ja auch, haben Sie gesagt. Ja, ich mache da ein bisschen mit, sagte ich. Und dann haben wir drei Instrumente geschafft. Und dann kam der große Abend, wo Hindemith komponiert hatte und selbst mitgespielt. Trio-Stücke für drei Trautonien unter Mitwirkung des Komponisten. Na, wann hat es das schon für ein neues elektrisches Instrument gegeben? Das war also einzigartig. Hindemith schrieb dieses Stück 1935 und in seinem Werkverzeichnis hat er noch dazu geschrieben das Datum und dann schrieb er für Sala komponiert. Und dann schrieb er noch Bemerkungen, was da so schwierig dran ist, dass man mit zwei festen Intervallen arbeiten müsste. Und er hat damit, wenn ich so sagen darf, als erster mal für das Trautonium ein absolut rein harmonisches Stück geschrieben,
was merkwürdigerweise und wie man das sehen kann, nur auf diesen Saiten zu spielen ist. Ich konnte das Stück damals leider nicht mehr öffentlich in Deutschland spielen, aber als er dann in Amerika war, habe ich hier mal eine so Schellerplatte oder sowas ähnliches gemacht und habe es ihm rübergeschickt, damit er drüben das als Dokument hat. Das war eigentlich noch die Rettung des Stücks, denn nach dem Krieg stellte sich heraus, alle Anfragen, wo ist die Partitur, vergeblich. Und jetzt habe ich es neu aufgeschrieben und ich bin ganz sicher, mein Gedächtnis kam ja wieder zurück natürlich. Das ist jetzt genau auch die Fassung und was wir eben gehört haben, ist tatsächlich das authentische Stück von Paul Hindemith. München 1990. Der Komponist und Arrangeur Alfred Goodman kam 1961 aus dem amerikanischen Exil nach Deutschland zurück. Als Sohn des jüdischen Musikwissenschaftlers Oskar Goodman hatte er Deutschland zusammen mit seiner Familie verlassen müssen. Heute unterrichtet er an der Münchner Musikhochschule in einem Gebäude, das einst als Braunes Haus bekannt und als Parteizentrale der NSDAP berüchtigt war. Ich bin ja noch bis Anfang 37 in die Schule gegangen, genau gesagt im Herbst 37, dann mussten wir der jüdischen Schüler ja weg. Ich bekam noch, hatte noch eine Art Notabitur. Unsere Gymnasien waren zum Teil aufgelöst. Wir waren nur noch angegliedert an andere Realschulen oder Realgymnasien. Hatte aber schon Musikstudien angefangen. Ich hatte einen sehr guten Lehrer am Kulturbund, Kurt Sommerfeld, der mich auch gleich in die Percussion-Familie des Kulturbunds mit hineinbrachte. Das war Ende 37 schon und war dort bis über ein Jahr tätig. Auch einige Konzerte mitgemacht, ich habe auch ein Bild. Dann kam die Charlersfürsten, Sommernachtsraum, einiges mitgespielt. Der jüdische Kulturbund war ja eine Erfindung von Goebbels. Herr Hans Hinkel wurde dann der Leiter oder der Supervisor vom Propagandaministerium, sich um die jüdischen Kulturbünde des damaligen Deutschen Reiches zu kümmern. Also wir saßen in Berlin, das war noch ein Glück, das war noch relativ am sogenannten liberalsten. Und ich war dort etwa ein Jahr tätig. Es durften ja nicht nur jüdische Komponisten, aber keine deutschen Komponisten gespielt werden. Also man konnte Verdi spielen, Puccini spielen. Wir haben auch dann zu der Zeit neuere jüdische Komponisten gespielt, soweit das ging. Publikum ist leider sehr konservativ. Natürlich Mendelssohn, Meyerbeer, Mahler, soweit das ging. Die ganz neue Musik wurde mehr oder weniger in Hauskonzerten untergebracht. Da sang auch meine Mutter, unter anderem wie damals Schönberg. Es gab auch eine ganze Reihe nicht-jüdischer Komponisten, die weggingen. Da möchte ich den Namen Hindemith ruhig erwähnen, um den man sich zwar bemüht hatte, aber der es einfach nicht wollte, der weggegangen ist. Es sind sehr viele Nicht-Juden ausgewandert. Denke an die Brüder Busch, Adolf und Fritz Busch zum Beispiel. Denke an Erich Kleiber. Die jüdischen Komponisten waren ab 33, 34 nicht mehr präsent im deutschen Musikleben. Der Kulturbund Deutscher Juden wurde im Sommer 1933 mit Billigung der Nazis gegründet. Ein Auffangbecken für tausende jüdischer Künstler, die von Orchestern, Opernhäusern, Theatern und Hochschulen entlassen worden waren. Ein Arbeitsplatz im Kulturbund schützte erstmal vor Deportation. Andererseits diente die Weiterexistenz jüdischer Theater und Opernhäuser auch nach den Judenpogromen zur Verschleierung alltäglicher Unterdrückung. Für das ausschließlich jüdische Publikum bedeutete der Kulturbund die Bewahrung der Identität und somit eine Hilfe zum Überleben. Geleitet wurde der Kulturbund von Kurt Singer, bis zu seiner Entlassung stellvertretender Intendant der Städtischen Oper in Berlin. Kurt Singer floh 1938 nach Holland. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen starb Singer 1944 im Lager Theresienstadt. 46 Jahre später. In Champaign, Illinois, lebt und lehrt der Musikwissenschaftler Lothar Alexander Ringer. Bis zu seiner Emigration 1938 gehörte er zum Jüdischen Kulturbund in Berlin. Die Hauptbedeutung des jüdischen Musiklebens war für uns, ich glaube, ich kann das ganz allgemein sagen,
alles andere als ein Rückzug in ein Ghetto. Es war eine Art kultureller Widerstand. Es gibt ein hebräisches Wort, das ich oft in diesem Zusammenhang zitiert habe, af al pichen, frei übersetzt, trotz allem. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass man seine Würde bewahrte in einer Situation, in der alles getan wurde, um einem die Würde abzuschreiben. Zum Beispiel wurden in Berlin die Synagogen sehr bald zu Konzertsälen. Ich habe selbst mitgemacht einige wunderbare Oratorium-Aufführungen. Ich erinnere mich an den Elias von Mendelssohn zum Beispiel, Israel in Ägypten von Händel und so weiter. Immer in Synagogen, mit den vereinten Synagogenchören. Die neue Musik, damit wurde ich eigentlich hauptsächlich bekannt durch Vorträge für die, die sich für so etwas interessierten. Sowohl Kulturbund-Vorträge als auch Vorträge innerhalb der jüdischen Musikschule Holländer, die ja der jüdische Teil des Sternschen Konservatoriums war. Und ich betrachte es irgendwie auch als einen, einen symbolischen Akt beinahe, dass mir diese Musikschule Holländer in gewisser Hinsicht vielleicht das Leben gerettet hat. Denn am 10. November 1938 fuhr ich dorthin zu einer Klarinettenstunde und zu der Zeit, in der ich im Bus saß, kam die Gestapo zu uns nach Hause, um mich abzuholen. Und wie ich in die Musikschule Holländer kam, sagte mir der Sohn des Direktors, gewisser Herr Fabian, Ihre Frau Mutter hat angerufen und hat gesagt, Sie wüssten schon, wo Sie hingehen sollen, kommen Sie nicht mehr nach Hause. Und ich bin dann gleich zu einem Freund von meinem Vater gegangen, der Tscheche war, und wir sind da untergetaucht. Gleichzeitig erfuhr ich erst dort, was in dieser Kristallnacht geschehen war, denn wo ich wohnte, hat man nichts davon gemerkt. Deutschland begeht in den Bayreuther Festspielen 1938 den 125. Geburtstag Richard Wagners, in dessen unsterblichen Birken die germanische Welt ihren herrlichsten Ausdruck fand. Bayreuth und das Haus Wagner waren schon in der Anfangszeit der nationalsozialistischen Bewegung mit dem Kampf Adolf Hitlers um das Dritte Reich engstens verbunden und bekannten sich in seinen schwersten Tagen zu ihm. Jahr für Jahr huldigte der Führer durch sein Erscheinen auf dem Festspielhügel dem Genie Wagner. Die Nacht vom 11. zum 12. März 1938 war eines der entscheidenden Einschnitte meines Lebens. Meine ganze Familie, ohne meinen Vater, der damals in England war, wir saßen beisammen und hörten die Rede vom Schuschnigg, die Abschiedsrede vom Schuschnigg, wo er am Ende gesagt hat, sozusagen, Österreich vorbei. Das war eigentlich der Sinn seiner Rede. Dann kam der erste Satz aus dem Kaiserquartett vom Haydn mit dem Thema der Volkshymne und wir schwiegen. Und nachdem das vorbei war, habe ich meiner Familie gesagt, dass meine Schwester mit ihrem Mann, meinen zwei Brüdern und meiner Mutter, eigentlich sollten wir jetzt sofort das Notwendigste einpacken und heute Nacht noch. Ich bin dann in mein Zimmer gegangen, in mein Arbeitszimmer und hatte das Gefühl, dass ich wirklich nie mehr Musik schreiben kann und dass alles, was ich bisher geschrieben habe und auch die fast den fertigen zweiten Akt meiner Oper, dass ich eigentlich alles vernichten sollte. Wir blieben zu Hause natürlich die nächsten zwei Tage. Ich wollte nicht
weil da war sehr viel, ist doch sehr viel Aufruhr in der Stadt gewesen. Da war die große Versammlung am Heldenplatz in Wien. Da war dieses Hurra, wo eine halbe Million Menschen waren und so weiter. Ich bin dann nach zwei Tagen in die RAWAG gefahren, das ist die österreichische Radiostelle, um für meine letzte Komposition, die dort aufgeführt wurde, meinen Scheck zu holen. Und wurde natürlich, was ich hätte erwarten sollen, physisch hinausgeschmissen. Das heißt, man hat mich hinausgepackt an beiden Seiten meiner Arme und auf die Straße geworfen. Am 14. Mai 1940 marschierten die deutschen Truppen in Amsterdam ein. Und dann waren wir wieder genau da, wo wir zwei Jahre vorher waren. Dann wurde die Situation so heikel, dass ich untertauchen musste bei meinem Kompositionslehrer, der übrigens selbst dann ins Konzentrationslager kam. Nicht meinetwegen, denn ich war inzwischen schon nach Westerbork deportiert. Nach meiner Ankunft in Westerbork stellte ich fest, dass da ein gewisses Musikleben stattfand, das ich mir gar nicht vorstellen konnte. Es gab tatsächlich ein Orchester, es gab einen Chor, ich saß sehr bald in dem Chor. Es wurden Konzerte gegeben. Der Kommandant duldete es nicht nur, er ermutigte das. Und schließlich wurde von den Kabarettisten Willi Rosen und Max Ehrlich eine Kabaretttruppe zusammengestellt, die, ich glaube, sogar in Berlin nicht ihresgleichen hatte. Wie die herausfanden, dass ich angehender Musiker war, wurde ich da eingespannt. Und ich betätigte mich also auf beinahe jedem möglichen Gebiet. Ich war Garderobenfrau, ich war Tänzer, ich war Sänger, ich war Arrangeur, ich war alles Mögliche. Es war eine Baracke, die stand für diese Aufführung zur Verfügung, nur für diese Aufführungen. Das war wie ein Konzertsaal. Und man muss wirklich miterlebt haben, wie strahlend die Menschen aus so einem Konzert herausgingen. Das waren keine erstklassigen Konzerte. Das war unmöglich unter diesen Umständen. Es konnte nicht genug geprobt werden. Die Leute waren müde, hungrig und überarbeitet. Aber trotz allem war es, glaube ich, eine Art Lebenselixier. Und nur am Dienstagabend, das war Transportabend, gab es keine Vorstellung. Und die Leute, die wussten, dass sie am Dienstagabend wegtransportiert wurden, die bewarben sich besonders um Plätze am Montagabend. Um sozusagen im letzten Moment noch etwas mitzunehmen. Und ich habe selbst mitgemacht, da ich oft Zugdienst hatte, das heißt den Leuten noch beim Abtransport behilflich war, dass sie im Zug mit geschlossenen Türen der Viehwagen Lieder gesungen haben, die wir für sie vorgetragen hatten an dem Montagabend vor dem Transport. Den Arbeitern eines großen Berliner Industriewerkes steht eine besondere Freude bevor. Die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude veranstaltet ein Werkpausenkonzert. Staatsrat Dr. Wilhelm Furtwängler dirigiert das Berliner Philharmonische Orchester. Wir hören das Meistersinger-Vorspiel von Richard Wagner.
hatten in der Früh um 6 Uhr läutete die Glocke und da kam ein Polizeimann, den ich kannte, dass man was man hier einen plain clothes nennt, was nennt man dann manchen Uniform, und sagt, wir müssen auf die Polizei gehen. Wohin fahren wir denn? Und dann hat er uns gesagt, also ihr werdet jetzt ausgeladen auf dem Güterbahnhof im Westbahnhof und ihr werdet nach Dachau gebracht. Allgemeine Stille herrschte, denn wir wussten ganz genau, was Dachau war. Und da wurde mir ganz klar, was das Wesen der Musik, das Wesen der Kunst und speziell das Wesen der Dichtkunst und der Musik ist. Und viel später, es war dann im August, an sehr heißen Augusttagen, war ich mit dem Jura Säufer, den ich ja von Wien kannte, mit dem ich ja Sachen geschrieben hatte in Wien, war ich mit dem Jura Säufer ein Pferd. Wir sind nach hinaus, haben einen Lastwagen hinausgeführt, haben Zement aufgeladen und haben es im Lager abgeladen. Und sind jeden Tag viele Male durch dieses Tor gegangen. Und da ist mir aufgefallen, dass da steht als Inschrift, Arbeit macht frei. Dass ich also einen fürchterlichen Hohn empfunden habe, und der Jura auch. Ich sage, Jura, wir sollten eigentlich ein Dachau-Lied schreiben, ein Lied, Arbeit macht frei. Sagte, ich habe schon daran gedacht. Und wenige Tage später hat er mir den Text vorgetragen, und ich habe einige Änderungen vorgeschlagen, und ich habe ihn also während unseres Pferdedaseins habe ich ihn auswendig gelernt. Und in ein paar Tagen habe ich, also in der Nacht und auch beim Marschieren, habe ich das also mir zurechtgelegt und habe es also komponiert. Stacheldraht mit Tod geladen ist um unsere Welt gespannt. Drauf ein Himmel ohne Gnaden sendet Frost und Sonnenbrand. Fern von uns sind alle Freuden, fern die Heimat, fern die Frauen. Wenn wir stumm zur Arbeit schreiten, Tausende im Morgengrauen. Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt und wir wurden stahlhart dabei. Bleib bei Mensch, Kamerad, sei ein Mann, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit macht frei. Und ich habe es dann einem Geiger, einen Roten nannten, der war ein Kommunist, der drinnen war, und zwei gleichgesinnten Gitarristen, die also von meinem Orchester waren, habe ich das beigebracht. Und zwar habe ich denen das einfach diktiert, denn niedergeschrieben habe ich es ja nicht. Und auch der Jura nicht. Und ich habe ihnen die harmonische Struktur den Gitarristen vorgetan, die waren sehr gute Musiker. Und der Geiger hat das sofort auswendig gelernt. Und dann haben sie alle drei den Text gelernt und dann habe ich sie nie wieder gesehen. Viel später erst habe ich erfahren, dass in wenigen Wochen das ganze Lager das Lied gekannt hat und es gesungen hat.
wir 1938 nach Europa zurückkamen, hatte Hitler bereits Wien besetzt. Da wusste ich, ich kann nicht mehr zurück. Denn ich wäre bestimmt ins Konzentrationslager gekommen. Und ich musste mich also in Europa zunächst irgendwie durchschwindeln, um dann im Herbst 1938 die amerikanische Einwanderungsgenehmigung zu bekommen. Die Verpflanzung nach Amerika bedeutet natürlich einen bedeutenden Bruch in meinem Leben. Denn in Amerika kann man nicht leicht heimisch werden. Ganz nach Europa zurückzugehen, konnte ich mich auch wieder nicht entschließen. Und so schwebt man zwischen zwei Kontinenten hin und her. Man ist weder hier noch dort wirklich zu Hause. Leipzig 1990. Am Ort der Uraufführung wird Ernst Krenecks Oper Johnny spielt auf, 63 Jahre später zum ersten Mal wieder gezeigt. Die Schlussszene, in der Max, der deutsche Komponist, in letzter Minute den Zug erreicht, der ihn in die neue Welt bringen soll, nahm visionär nicht nur Krenecks eigenen Lebensweg vorweg.